Urs Lehmann, der Markus Wolf als CEO hat sehr intensiv jeweils mit dem Präsidium und speziell auch mit dir als Präsident bei Swiss Ski zusammengearbeitet. Jetzt ist im Frühling der Entscheid gekommen, dass er sich beruflich neu orientieren will. Hast du persönlich diesen Entscheid entgegengenommen? Ja, nach 5 insbesondere sehr intensiven Jahren der Zusammenarbeit, tolle Zusammenarbeit. Wir haben viel können bewirken, manchmal auch schwierige Themen können lösen, neue Themen. Ist natürlich für mich schon ein bisschen überraschend auf der einen Seite, aber vor allem bin ich ein bisschen traurig gewesen, weil es ist eine hervorragende Zusammenarbeit gewesen, beziehungsweise immer noch, die wir haben miteinander. Ich habe aber auch viel Verständnis. Es ist ein sehr intensiver Job, fordert sehr viel, man ist viel weg von der Familie und insbesondere hat Markus auch gesagt, er möchte noch mal etwas Neues sehen. Es ist ein guter Zeitpunkt, der Markus ist hochintelligent, wird sich überall durchschlagen. Darum habe ich auch viel Verständnis für ihn. Ich persönlich natürlich ein bisschen traurig, weil das ist nicht einfach, den Markus 1:1 zu ersetzen. Darum sage ich auch ein lachendes für den Markus und ein weinendes Auge für uns, für den Skiverband. Eine Verbandsspitze operativ dann neu zu besetzen, das braucht sicher viel Fingerspitzengefühl. Wie ist jetzt der Prozess abgelaufen? Das hat uns natürlich auch geholfen, dass wir im Dialog mit dem Markus frühzeitig gewusst haben, aber auch genug Zeit hatten, dass wir das neu müssen besetzen und auch mit dem Markus Diskussionen haben können führen. Das Besetzen ist, das sind viele Dimensionen, das ist hochkomplex als solches. Ich sage immer, es ist einfacher, eine Firma in der Wirtschaft zu führen, wie der Swiss Ski. Darum schreiben wir es auch nicht aus, sondern wir gehen spezifisch auf Personen zu. Der Benny Arecker hat sich hervorgetan, schon in den 3 Jahren, wo er mit uns zusammengearbeitet hat im Präsidium. Er hat als Regionalverbandspräsident beim ZSSV hervorragende Arbeit gemacht, wird ihm von allen Seiten attestiert, wie auch in seinem eigenen Job. Und das Assessment, das wir dann noch gemacht haben, hat das noch bestätigt. Darum bringt er alle Voraussetzungen mit, um da erfolgreich in die Schuhe von Markus hineinzusteigen.